Looten und Leveln ist wieder angesagt bei Let's Play Miitopia mit Nagi und Friends. Eine fesche Fee möchte immer noch gerettet werden und dann werden wir uns jetzt mal dran machen. Auf geht's! Abmarsch! Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Ich bin immerhin ein Panzer und wenn es jemand mit der Welt aufnehmen kann, dann ist das ein Panzer und niemand anderes. Diese grüne Fläche ist so groß. Woher kommt das bloß, das viele Moos? Hoppla! Ein spitzer Reim! Z für meinen ersten Gedichtband. Bestseller schon mal bestätigt. Das ist gut. Man muss ja auch eine Zukunft haben, wenn man mal hier mit dem ganzen Level und Grinden fertig ist. Kommt schon! Wer hätte es gedacht? Monster greifen uns auf dem Weg an. Was für eine Überraschung. Solange nicht dieser fiese Gegner von der letzten Folge wieder auftaucht. Ihr wisst schon, der uns die ganzen HP... Oh! Stiefel ist noch wütender als sonst. Stiefel, was machst du? Tihihi! Und Sascha will vor Stiefel angeben. Ich glaube, da wirst du jetzt auf taube Ohren stoßen. Der ist gerade irgendwie leicht abgelenkt. Okay, wie schaut es mit den Kraftpunkten der Gegner aus? Die böse Banshee B ist fast besiegt. Würde ich mal sagen, hauen wir mal ordentlich rein. Ein Angriff. Müsste eigentlich ausreichen. Ich bin ja relativ stark. Joa. So läuft es halt hier. Super! Steven möchte unartig sein. Aber gegen Momo kannst du nichts ausrichten, oder? Nein, kann er nicht. Kann mir wer helfen? Schon zur Stelle. Hier entlang. Neue Technik. Es kochte. Was für ein Gentleman. Ach, Stiefen. Was hat Sascha dir denn getan? Ich dachte, ihr seid gute Freunde. Hat er also wirklich seine dunkle Seite für sich entdeckt? Meine Güte. Sehen wir zu, dass wir den Kampf schnell beenden, damit Stiefen wieder zu Sinnen kommt. Krasse Sache. Stiefen tut bloß, ich soll jetzt so irgendwas zum Kampf beigetragen. Sauber abgeräumt. In der Tat. Und wen haben wir das nicht zu verdanken? Ha? Ha? Genau. Momoko, du bist schuld an allem. Oh nein. Die Trolle sind wieder da. Und die Bananen-Mie-Falle. Ich will keine Bananas verlieren. Ich brauche meine Bananas. Impuls. Für die Wissenschaft. Au. Lasst uns tanzen. Hyper, hyper, I like it loud. Tanzt wie wild. Ja, immerhin ein Troll, der nicht angreifen kann. Jetzt ist aber erstmal Regenerationszeit hier angesagt. So. Komm schon, Leute. Und mache ich eine gute Figur? Ich bin immer sehr um meine gute Figur besorgt. Ich muss unbedingt eine gute Figur machen, weil das ist wirklich das, worauf es ankommt. Scheiß drauf, dass meine Kollegen entführt worden sind und wahrscheinlich sterben werden. Ich muss eine gute Figur machen. Okay, setzen wir das wilde Geballer ein, in der Hoffnung, dass ich alle Gegner einmal treffe. 1, 2, 3, 4. Ja, hab jeden einmal getroffen, ganz okay. Troll Nummer B ist besiegt. Tanzt wie wild. Oh! Piu! Schwach, du hast den Venus-Fliegenfalle nicht besiegt. Ich bin schwer enttäuscht, Momoko. Auch 6 drollige Schadenspunkte auch und Stiefen schmollt immer noch. Augenblick, neue Technik! Entzünden! Mann, schaut der traurig rein. Stiefen ist doch alles wieder gut, meine Güte. Wie lange ist das jetzt schon her, dass wir uns verkracht haben? Das ist jetzt schon mindestens 500 Folgen her. Also bitte, verzeih mir mal. Ich hab's doch nicht böse gemeint, als ich dich als Projektil benutzt habe. Aber hey, Sascha steigt auf. Das ist doch mal gut. Das ist doch mal ein Grund zur Freude. Und ein Trollkringel gibt's auch noch rum drauf. Und wahrscheinlich sind wir gleich beim Gasthaus. Da ist doch noch ein Monster auf. Wow, die Encounter-Rate ist heute ziemlich hoch. Fast die gleiche Aufstellung wie vorhin, nur diesmal ist eine böse Banshee anstatt einer Fliegenfalle. Alles klärchen, dann greif erstmal die arme Melissa an.
Impuls kommt danach, dann ist treue A dran und Sascha, mein Gott, wir müssen echt mal was an deiner Defense machen. Ja, Sascha, wir müssen wirklich was an deiner Defense machen. Geh doch nicht, dass du ständig umkippst hier. Ich kann dich nur einmal wiederbeleben. Was machen wir, wenn mal ein richtig harter Kampf ansteht? Oh, das Ding ist leer. Ich hätte besser Melissa noch ein paar HP gegeben, aber jetzt ist es zu spät. Okay, kriegt Steve noch ein paar MP dazu. Ich auch noch. Ich denke mal, vor dem Gasthaus werden nur noch diese Gegner hier auftauchen, also kann ich damit ein bisschen verschwenderisch umgehen. Ich bin noch nicht fertig. Gebt alles. Na gut, wildes Geballer. Ich werde die Augen schließen und hoffen, dass das Beste passiert. Nee, ich kann nicht die Augen verschließen. Ich muss gucken, was passiert. Oh, Steven, tut mir leid, Steven. Oh, Melissa, tut mir leid, Melissa. Das wilde Geballer ist anscheinend keine so gute Attacke. Verletz dich bitte nicht. Piu. Boah. Headshot. Zum Glück konnte ich etwas helfen. Impuls. Bitte besieg Sascha nicht. Der letzte Hieb. Was guckst du mich so an? Ach, Steven. Ist ja mal langsam wieder gut. Den kriegen wir jetzt aber klein, oder? Ja. Ein Schuss. Ein Treffer. Versenkt. Super. Dank meiner Billardkugel haben wir es geschafft, Leute. Das wird morgen sicher wehtun. Ach naja, ich bin Panzer. Nur einmal kurz einölen und dann geht das wieder. Sind wir bald da? Ja, wir sind tatsächlich da. Wer hätte es gedacht? Gasthaus! Trap, 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 trap. Du hast 500 Leute gerettet. Die macht das Horst. Da habe ich meine Stimme gerade ein bisschen verlassen. Du kannst jetzt statt 80 100 HP verstreuen. Was für ein netter Bonus. Der MP-Streu wird auch erweitert. 35 MP sind jetzt drin. Hohoho. Mir fällt langsam nichts mehr ein, was ich sagen könnte. Deswegen sage ich immer dasselbe. Wahrlich übrigens die Hoffnung zurück nach Midopia. Und nun bin ich wieder neben besiegen schrecklicher Monster. Und vertrag dich endlich mit Steven. Mein Gott, ist ja langsam nicht mehr mit anzusehen. Ja, ist ja gut. Vielleicht sollte ich mal Steven und mich in ein Zimmer stecken. Sollte ich vielleicht mal wirklich tun. Steven! Ich möchte mich mit dir wieder vertragen. Und essen möchten wir auch. Was haben wir denn alles Schönes? Er hat den Elfentrunk in der letzten Folge. Stimmt ja. MP und Magie. Das ist, glaube ich, das Gebiet von Sascha. Dann kriegt der das mal. Und nochmal. Und, Melissa bekommt das auch. Banshee-Tränen für... ich weiß gar nicht, ob ihr die mögt. Steven braucht das natürlich nicht. Der ist ja eher der physische Angreifer. Ach, Sascha, gib du dir das mal noch. Ansonsten gönne ich mir diesen netten kleinen Trollkringel. Guten Appetit. Oh, guten Appetit ist nett gesagt. Es hat gar nicht geschmeckt, du. Kann passieren. Man kann ja nicht alles mögen, ne? So, will irgendjemand was haben? Nein? Dann kann ich ja kurz in die Spielhalle gehen. Und gucken, ob wir da irgendwas Tolles und Einzigartiges gewinnen können. Zum Beispiel ein Stahlschwert, ein Luxusreiseticket, eine Kinderportion Erfahrungspunkte und eine HP-Banane ist drin. Dem Stahlschwert gegenüber wäre ich natürlich nicht abgeneigt. Das gewinnen wir bestimmt eh nicht, oder? 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 Halt an! Halt doch mal an, du! Du dummes Rad! Ich wünschte, das Rad wäre niemals erfunden worden! Dann würde ich jetzt nicht in dieser blöden Situation sitzen. Wer kriegt die Erfahrungspunkte? Sascha natürlich. Ach, 210, das geht sogar. Ich habe jetzt wesentlich weniger erwartet. Gut, haben wir wenigstens was für einen unserer Kameraden getan. Weiter geht's. Alle auf Level 8, bis auf Sascha, aber der kam ja auch relativ spät dazu. Da ist es okay, dass der ein bisschen unterlevelt ist. Ich meine, genau hier müsste eigentlich die fesche Fee Nummer 3 sein. Ich meine, das war hier auf der Karte. Ich dachte eigentlich, es wird angezeigt, wenn ich da bin, aber anscheinend nicht.
Abmarsch! Ich will ein Hündchen! Hör einfach auf! Du und dein Hündchenfetisch, du gehst mir so auf den Keks! Das östliche Tor ist verschlossen? Ja, mächtige Magie hält es versiegelt. Ah, aber... Falls du den dunklen Fürsten verfolgen willst, werde ich das Siegel lösen. Oh ja, bitte! Dafür müssen wir jedoch zunächst meine Schwester retten. Wir benötigen die vereinte Magie von uns Tränen, um das Siegel zu brechen. Ach, so ist das. Na dann, weiter geht's. Ja! Und irgendetwas sagt mir, dass wir schon sehr bald auf sie stoßen werden. Dass es bestimmt wieder mit einem Bosskampf verbunden sein wird. Das macht richtig Laune. Gemeinsam schaffen wir das. Oh, die Musik verheißt nichts Gutes. K.O. Oh. Ging die Schönheits-OP nach hinten los? Hohoho. Who's that Pokémon? It's... Kaureule! Oh Gott. Das Ding sieht creepy aus. Was ist das für eine Eule? Mein Gott. Oh, man könnte meinen, da ist eine Uhr kaputt. Aber gut, Kaureule. Einmal den Fächer anzünden, ist eine ganz gute Idee. Dann kracht's richtig. Impuls! Steven ist wieder ganz lässig und schlägt elegant zu. Nun gut, da ist nur ein Gegner. Da könnte es eventuell sein, dass mein wildes Geballer auf ihn öfter mal trifft. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Oder ich benutze das Mii-Projektil. Steven ist ja eh noch sauer auf mich. Wie viel HP haben wir jetzt eigentlich abgezogen bereits? Es geht. Bisher hat die Eule auch noch nicht angegriffen. Ja, Mii-Projektil. Steven, es tut mir so leid. Ich mache das echt nicht, um dich zu ärgern oder so. Aber bevor die anderen jetzt auch noch sauer auf mich werden und das zum Nachteil für uns wird, benutze ich lieber dich als Projektil. Ich bin mir sicher, du verstehst, dass es nur zum Vorteil für diese Welt ist. Boom! Treffer bestätigt! Was sollte denn das? Führt Steven in die Irre. Steven, das ist nicht lustig. Was das? Konterfall! Zwar nur 4 Schadenspunkte, aber immerhin gekontert. Verletz dich bitte nicht. Piu! No! Impuls! Hey, wir schlagen uns ganz gut. Stiefel ist zwar ein bisschen dösig im Kopf, aber ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Stiefel sieht so aus, als ob er gerade an Frauenunterwäsche denkt. Ah, oh, der rosa Schlüpfer. Der riecht so gut. Ah! Oh. Oh Mann. Ich muss aufpassen, was ich hier sage. Steven, geh mal in die Ruhezone, entspann dich da ein bisschen und fass mal deine Gedanken klar zusammen. Ich werde wohl etwas müde. Jetzt ist nicht die Zeit, Müdigkeit vorzutäuschen. Wir müssen einen Bosskampf gewinnen. Jetzt kann ich aber Steven nicht als Projektil benutzen. Verdammt! Das ärgert mich jetzt am meisten. Okay, dann eben MP noch dazu für mich. Und für den Sascha. Ich komme nicht über Stevens Blick hinweg. Das ist so genial. Ah, ich liebe dieses Spiel. Es ist so toll. Gibt alles. Ich werde wohl etwas müde. Mal wieder. Woran kann das nur liegen? Habe ich diese Nacht nicht gut geschlafen? Mii Projektile fällt diesmal leider aus. Also wildes Geballer. Ich helfe dir. Das ist sehr nett, Melissa. 1, 2, 3, 4. 4. Ganz okay. Steven ruht sich etwas aus und ist wieder ganz da. Nur Sascha, der geht gleich vor uns. War's das? Ach komm, ich habe so eine hohe Defense. Das war nett, dass du mir hilfst, Momoko, aber es wäre nicht zwingend nötig gewesen. War's das? Oh, Momoko ist hier mal wieder richtig eifrig. Das ist schön. Aber sie will halt auch, dass ihre Schwester gerettet wird, ne? Also gibt sie natürlich alles. Augenblick! Zünden wir wieder den Fächer an, damit er wesentlich mehr Wumms hat. Und wie viel KP hast du denn noch, Kaureule? Ich komme gerade nicht auf die Ruhezone. Ich muss Steven auch da raus. Und okay, da ist nicht mehr viel HP übrig. Ich habe mir den Kampf irgendwie wesentlich schwieriger vorgestellt. Aber bisher, wir haben noch volle HP. Unsere MP sehen auch ganz gut aus. Ich werde nochmal kurz den Streuer benutzen und die MP erweitern.
So, Sascha, den Rest kriegst du, oder wobei eigentlich ganz. Da bleibt noch ein bisschen was übrig. Welches geschafft? Kommt schon, Leute! Das ist in der Tat sehr gut, also benutzen wir das Mii-Projektil. Stiefen, ich sag dazu mittlerweile nichts mehr. Du hast Verständnis, okay? Dankeschön. Puh! Treffer bestätigt! Verlor Beherrschung mit Nagi! Jetzt ist er richtig sauer! Hoffentlich setzt er diese Wut in seinem nächsten Angriff ein. Kocht vor Wut! Jo, er hat ihm den Todesstoß versetzt. Sehr gut. Danke, meine Lieben. Und damit haben wir alle Powerpuff Girls gerettet. Was für ein glorreicher Tag das doch ist. Schon vorbei? Ja, es ist in der Tat schon vorbei. Und Sascha hat es gerade so überlebt. Der sieht echt nicht gut aus, der Arme. Aber hey, damit haben wir unsere Mission für diese Welt erfüllt. Alle Fashion-Feen sind gerettet. Das heißt, ich denke mal, Nago kann sich auch was gefasst machen in der nächsten Welt. Haha! Gauru, wir haben dich gerettet. Ich hoffe, du bist ein bisschen froh darüber, aber du siehst eher ein bisschen mürrisch aus. Ich hatte mich schon gefragt, wann mich jemand rettet. Schwester! Bla 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 bla. Aha, alles klar. Du möchtest nach Osten den dunklen Fürsten verfolgen? Das liegt in der Tat in meinem Interesse. Genau das wollte ich hören. Wir warten am östlichen Tor auf dich. Lass uns nicht warten. Komm mit, Momoko. Moment. Vielen Dank für deine Hilfe. Momoko hat dein Team verlassen. Das ist aber jetzt schade. Sie hat sich doch so große Mühe gegeben im letzten Kampf. Aber gut, es wird nachts. Zeit, dass wir das Gasthaus betreten. Und dann ein bisschen entspannen nach so einem, naja, nicht ganz so harten Bosskampf. Aber wir müssen trotzdem ein bisschen entspannen. Beide Stiefel mir bestimmt auch nicht mehr böse. Möchte jemand was haben? Ein neuer Fächer für, ein Winkelmesser. Was? Okay. Das ist eigentlich nicht so geil, um Luft zu fächern. Da ist ja ein Loch drin. Zwei Löcher sogar. Aber okay. Dein Angriff ist ja eh nicht so riesengigantisch. Deswegen kaufen wir das mal. Sie fächert sich echt Luft damit zu, ich glaub's nicht. Ich möchte wieder zur Schule gehen, in der Schule war mein Leben viel angenehmer. Das glaube ich dir gern. Alles klar, ein Tor muss geöffnet werden, da werden wir uns jetzt noch drum kümmern. Wir haben noch ein bisschen Zeit, nehmen wir gerade mal 17 Minuten auf. So, dann heißt es wohl jetzt Sesam, öffne dich. Da bist du ja endlich. Schwestern, seid ihr bereit? Ja, aber immer doch. Okay, was kommt jetzt? Schöne Sache. Das hat mir gefallen. Das östliche Tor öffnet sich. Badadada. Oh shit. Nago hat auf uns gewartet? Danke, dass ihr das Tor geöffnet habt. Ihr habt mir sehr geholfen. Hilfe. Oh nein! Das darf nicht sein! Nun sollte vorerst Schluss mit eurem Feenzauber sein. So, jetzt ist es soweit. Es ist Zeit für einen Besuch bei euren Elfenfreunden. Oh. Das lief ja nicht so gut. Ich dachte, wir haben die Welt jetzt geschafft, aber anscheinend steht noch eine Menge vor uns. Miyako, Schwester! Wir müssen dich nach Hause bringen. Am besten brechen wir sofort auf. Tut uns leid.
Oh Mann! Ich fühle mich irgendwie verantwortlich dafür. Im Elfendorf ist jetzt bestimmt ordentlich was los. Schauen wir mal rein. Ja, Nago hat wieder ordentlich gewütet hier. Oh Mann. Heißt also, wir müssen eine Menge Gesichter retten. So sahen alle schon aus, als wir hier ankamen. Der dunkle Fürst hat ganze Arbeit geleistet. Als Ältester habe ich die Pflicht, das hier zu bereinigen. Hilfst du mir? Auf jeden Fall. Ich helfe dir, du hilfst mir. Ich wusste, dass du uns nicht im Stich lässt. Wir haben immerhin einen gemeinsamen Feind, also klar arbeiten wir zusammen. Momoko, kümmere dich um die anderen. Geht klar. Also dann brechen wir auf. Oh Mann, wurde denn irgendjemand hier verschont? Nein. Aber okay, wir können jetzt wieder erfahren, wo die ganzen Gesichter sind. Das ist natürlich sehr gut. Ah, die Nintendo Crew ist auch entstellt worden. Oh, ein Mii ist noch intakt. Ah, was bildet sich dieser dunkle Lord eigentlich ein? Wieso hat er mein Gesicht nicht gewollt? Denkt er, ich wäre nicht wichtig genug? Sei doch froh, dass du verschont wurdest. Mein Gott, du hast Probleme. Und er auch. Steve. Bah. In letzter Zeit ist es schön ruhig im Dorf. Da könnte man sich auch tagsüber mal ein Nickerchen gönnen. Ja. Du weißt schon, dass deine Freunde alle ihre Gesichter verloren haben, oder? Das kratzt dich gar nicht? Anscheinend nicht. Dem ist alles egal. Gut. Dann haben wir einiges an Arbeit vor uns. Oh, neues Gebiet. Oh, neues Gebiet. Wo? Boah, wir haben auf einmal so viel Ausfall. Wo sollen wir denn mal hingehen? In der Höhle ist auch was los. Hat sich da ein neues Gebiet aufgetan? Oh, das ist ein Ploing. Ein Ploing. Den besiegen wir jetzt doch eben. Und dann würde ich mal sagen, ist für heute Feierabend. Zwei sogar. Und es sind... Miamploings. Machst du platt? Oh Gott, Sascha. Was haben sie dir angetan? Oh Gott, Steven, was haben sie dir angetan? Melissa, ich helfe dir. Wir müssen zusammenhalten. Bam. Okay, Sascha, alles wird wieder gut. Alles wird wieder gut, keine Angst. Ich glaube daran, dass du jetzt nicht mehr sofort umfallen wirst. Ich bin noch nicht fertig. Gibt alles. Alles klar, dann wildes Geballer. Habe ich heute mein Zielwasser getrunken? Wir werden es jetzt herausfinden. 1, 2, 3. Okay, ich habe immerhin keinen meiner Kameraden getroffen. Und Steven zeigt sein Talent beim Sprunghieb. Wahnsinn, er hätte ein Athlet werden sollen. So geschickt, wie er mit Stäben umgehen kann. Oh, 10 Schadenspunkte. Ich bin beeindruckt. Wirklich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Planks wurden besiegt. 2 Probleme weniger auf der Welt. Und ein paar Items für uns, würde ich sagen. Schon vorbei? Ja, es ist in der Tat schon vorbei. Wir bekommen eine Ploing-Wurzel und noch eine Ploing-Wurzel mit 2 Sternen. Das ist schön, das gefällt mir. Und an dieser Stelle machen wir dann nächstes Mal weiter. Dann werden wir, denke ich mal, genau hier hingehen. Hier wird dann erstmal gespeichert. Eine Runde entspannt. Und dann starten wir nächstes Mal volle Kanne wieder ans Abenteuer und werden einige Gesichter retten bei Let's Play Miitopia. Also seid wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.